Vielen Dank, Wilfried. Sage ich jetzt mal stellvertretend für alle hier, für deine angeleitete Meditation, die ja ganz viel Ja enthielt. Und ja, in unserer Frage, liegt es an mir oder bringt es die Meditation einfach nicht, steckt ja viel Zweifel über diese Ja's. Und ich denke oder habe überlegt, du als Meditationslehrer bekommst wahrscheinlich ganz oft diese Frage in der einen oder anderen Weise gestellt. Und worüber wir damals auch gesprochen haben, stellst du dir manchmal selbst auch die Frage noch? Ja, das sage ich ja dazu, um beim Ja zu bleiben. Die Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Am Anfang habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich Meditationslehrer gesehen habe, die vor mir gingen, sozusagen, zu denen ich hochgeschaut habe, die für mich Vorbilder waren. Und wenn ich dann Verhaltensweisen erlebt habe in meiner Wahrnehmung, die so gar nicht passten zu dem, was gelehrt wurde. Dann kam Zweifel auf und eben eine Frage, ja, vielleicht ändert sich doch nicht wirklich etwas, wenn da Menschen schon viele Jahre auf dem Kissen gesessen haben. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, umso länger ich meditiere, vor allen Dingen im Buddhismus meditiere, kam diese Frage auch immer wieder mal. Und sie kam vor allen Dingen in den Krisensituationen in meinem Leben und den Verhaltensweisen, die ich dann bei mir feststellen musste. Nämlich Verhaltensweisen, die ich eigentlich glaubte, überwunden zu haben. Und das hat mich manches Mal erschrocken, manches Mal in den Zweifel gebracht oder in die Verzweiflung. Und dabei bin ich gleich, glaube ich, schon bei dem ersten Punkt, nämlich, dass wir vermutlich alle unabgeheilte Verletzungen in uns tragen. Und diese Verletzungen haben ihren Eindruck oder ihren Abdruck gefunden im Speicherbewusstsein. Speicherbewusstsein stellen wir uns vor wie eine Wachsplatte von mir aus, wo alles, was wir erleben, Abdrücke hinterlässt. Und wenn solche verletzten oder verletzlichen Anteile berührt werden durch eine ähnliche Energie, dann werden sie sehr aktiv. Und dann werden wir oftmals unbewusster. Und genau da zeigt sich für mich auch der Grad einer spirituellen Entwicklung. Wenn etwas Verletzliches angetriggert wird, werden wir dann bewusster oder unbewusster. Ich wurde über lange Zeit, und möglicherweise passiert mir das auch heute noch, wenn die tiefsten Verletzungen, die noch nicht abgeheilt sind, angetriggert werden, dass ich unbewusster werde und in alten Mustern reagiere und die sind im Allgemeinen nicht hilfreich. Dann haben mich schon oftmals in Verstrickungen gebracht, haben dazu geführt, dass ich verletzt habe. Und dann häufig zurückverletzt wurde. Also wir uns verstrickt haben. Ich glaube, dass das Bewusstwerden, das Kontaktieren, das Bewusstwerden unserer Verletzungen, dieser verletzlichen Abdrücke im Speicherbewusstsein, ein wesentliches Element sind unserer spirituellen Praxis, aber zu wenig gelehrt werden. Jedenfalls für mich war es zu wenig. Es war für mich immer wieder eine Frage, wie kann das sein, dass andere wie auch ich in bestimmten Situationen abkommen und wenn ich nachgebohrt habe bei anderen, beziehungsweise versucht habe, bei mir selber mit Hilfe von Psychotherapie
tiefer zu schauen, warum habe ich mich im Nachhinein, warum bin ich meinen eigenen Werten untreu geworden in bestimmten Situationen? Dann waren immer Verletzlichkeiten im Spiel. Und dann könnte man im Nachhinein denken, und das habe ich auch bestimmt zwei, drei, auch wahrscheinlich noch mehrmals gehört von engen Menschen, wenn ich mich dann auf eine Weise verhalten habe, die konditioniert war, und zur Verstrickung, die Verstrickung eher verstärkt hat, habe ich gehört, wenn es das ist, was ihr im Buddhismus lernt, dann habe ich am Buddhismus kein Interesse. Und dann habe ich mich geschämt. Und somit glaube ich, da würde ich jetzt ganz gerne deine Sicht dazu hören, Ursula, dass die Praxis mit unseren Verletzungen ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Und da führt uns die Achtsamkeitspraxis gewiss hin. Aber ich glaube, es braucht da weitere Schritte, um mit den Verletzungen so umzugehen, dass sie abheilen können. Ist das verständlich, was ich sagen wollte? Und was meinst du dazu? Ja, ich habe das verstanden, glaube ich. Naja, wenn ich mir stelle mir oft die Frage auch, liegt es an mir oder bringt es die Meditation einfach nicht? Das ist natürlich dann, wie du auch schon gesagt hast, eine Frage, die immer in Krisen auftaucht und ja, wo dann praktisch ich einen Schuldigen suche. Liegt es, ich ziehe ja die Dinge auseinander. Ist es die Meditationspraxis oder bin ich das, die immer noch auf eine bestimmte Art und Weise konditioniert reagiert? Und ich kenne das gut in besonderen Situationen, wo ich immer noch nach denselben Gewohnheitsmustern reagiere, agiere, Menschen verletze. Und dann denke, mein Gott, jetzt meditierst du 35 Jahre und was ist, ja, und du bist noch immer so. Und ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, die du vielleicht beschreibst, dass reine Achtsamkeitspraxis oder ich praktiziere ja Zen, nicht reicht, um an diese tiefen Verletzungen ranzukommen. Und ich habe auch sehr viel Psychotherapie gemacht und denke, das ergänzt sich auf eine bestimmte Art und Weise auch. Dennoch habe ich das Gefühl, oder ich bin manchmal an einem Punkt, wo ich sehe, trotz allem, trotz Psychotherapie, trotz Meditation, falle ich immer wieder rein in diese alten. Sind die immer noch da, diese alten Verletzungen? Und da die Frage, kann ich, auf welche Art und Weise kann ich damit Frieden schließen? Und es gibt ja dieses Paradoxon, dass ich ja mich, dass Meditation ein wunderbarer Weg ist, sich näher kennenzulernen und sich mehr zu akzeptieren, wie man ist. Und wenn man das lernt, sich zu akzeptieren, wie man ist, dass sich dann auch was verändert. Das finde ich interessant. Und in dieser Spannung, da wollte ich dich fragen, wie du diese Spannung erlebst von ja, an sich absichtslos sein zu wollen auch. Und dann stecken doch wieder kleine Absichten dahinter. Also, ich würde nicht sagen, dass ich immer in die gleichen Löcher falle. Oder vielleicht etwas vorsichtiger ausgedrückt, ich falle nicht mehr so tief rein. Und es heißt so schön, wer im Loch sitzt, sollte aufhören zu graben. Ich grabe nicht mich noch tiefer. Das, glaube ich, habe ich ein Stück weit gelernt. Und ich komme schneller wieder raus. Das kann ich, glaube ich, in aller Bescheidenheit sagen. Wenn du die Praxis der Akzeptanz ansprichst, ja, die ist natürlich ganz wesentlich, denn Akzeptanz ist die Voraussetzung fürs Verständnis und Verständnis ist die Voraussetzung für die Veränderung. Ich kann mir keine Veränderung verordnen, weil es in den Büchern steht.
oder meine Lehrer mir das so sagen, sondern es braucht das Verständnis und die Schritte der Veränderung dürfen auch nicht zu groß sein, sondern es braucht kleine Schritte. Das wissen wir aus der Neurophysiologie, dass wenn wir uns zu große Schritte zumuten, schaltet das Gehirn auf altbewährte Muster zurück. Also es braucht kleine Schritte und es braucht die Absicht der Veränderung mit etwas Positivem zu verbinden. Auch das sind Erkenntnisse aus der Neurophysiologie, dass es dann viel leichter geht. Mich also vorzustellen, wie wäre es, ich hätte diese Verletzung geheilt? Wie wäre es, ich würde in einer bestimmten Situation statt wütend mit Selbstmitgefühl oder Mitgefühl für andere reagieren? Was wäre mir dann möglich weiterhin? Erst einmal in der Vorstellung. Was wäre mir möglich, wenn ich mich akzeptieren könnte, so wo ich bin? So wie Frau Kübler-Ross schon sagte, du bist nicht okay, ich bin nicht okay und das ist okay. Und das finde ich eine sehr gute Idee, denn ein Schritt in die Akzeptanz ist ein Schritt in mehr Raum. Akzeptanz ist für mich raumgebend. Nur die Frage ist, wie kann ich denn in die Akzeptanz kommen? Und das braucht einen als ganz wesentlichen Schritt, das ist bei uns sozusagen der Eingangsschritt in meiner Vorstellung, und das gebe ich so weiter. Als erstes braucht es erstmal raus aus dem konzeptionellen Bewusstsein und rein, wenn ich so ein bisschen sehr plakativ sagen darf, rein ins fühlende Bewusstsein, also erst einmal in Nähe zu mir selber. Nähe geht immer über Fühlen. Also in eine fühlende Nähe zu mir selber. Um aus meinen Konzepten, ich sollte so sein, das müsste so sein und so weiter, diese Strategie sollte ich anwenden. Das alles braucht es erstmal ruhen zu lassen. Auch das, was eben gerade gesagt wurde von der Neurophysiologie, alles das ruhen lassen und erst einmal in Nähe zu mir selber zu kommen. Und da habe ich tatsächlich viele Jahre verschenkt, weiß ich nicht, glaube ich, kann man sehen, so ist egal. Aber ich habe viele Jahre zu konzeptionell praktiziert. Und das habe ich im tibetischen Buddhismus, also bei Tarab Tulku und seiner Schülerin Lena Handwerk gelernt, wie wichtig es ist, in ersten Schritten aus dem konzeptionellen Bewusstsein auszusteigen. Und ich glaube, viele Menschen, sie praktizieren zu konzeptionell, gehen damit immer von sich weg. Und haben dann irgendwann, stellen sie fest, es hat alles überhaupt nichts gebracht und in Wirklichkeit haben sie nie wirklich meditiert. Denn für mich ist das Gemeinsame der meisten buddhistischen Meditationen, Nähe zu uns selber herzustellen. So, jetzt habe ich mich lange geantwortet. Unterstreichen möchte ich nochmal, was du sagtest eben. Wie ist das mit der Akzeptanz? Braucht es nicht die Akzeptanz? Doch, also nicht doch, sondern ich bestätige hier, was du sagst. Es braucht die Akzeptanz, denn ich kann mich erst verändern, wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin. Es kommt nicht von mir, sondern von einem Philosophen. Aber ich habe damals sehr aufgemerkt, als ich das gelesen habe, und ich habe verstanden, dass Akzeptanz, die vor dem Verständnis steht. Und es braucht das Erkennen, Akzeptieren, um dann zu schauen, und was braucht es jetzt, um zu reagieren? Welche Unterstützung brauche ich von mir und von anderen, um angemessen, wertebasiert oder wie auch immer zu reagieren? Ja, du hast gesprochen von dem, dass du gesagt hast, du hast jahrelang irgendwie auch vielleicht zu konzeptionell meditiert. Das kann ja auch im Gewand einherkommen, nicht konzeptionell sein zu wollen. Also wenn ich denke, wie ich angefangen habe, Mitte der 80er mit Zen, da war das Ziel immer Erleuchtung. Ja, das war so die Möhre, die uns Eseln und Eselin vor die Nase gehalten wurde, um uns vorwärts zu bringen. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Theravada-Tradition war oder andere Möhren sind, was ich oft gehört habe, dass
ja, unvergängliche Glück erreichen oder so. Und letztlich war auch viel die Rede davon, dass es alles nicht konzeptionell sein sollte, aber letztlich denke ich, was du auch erwähnt hast, es hat einen auch ein bisschen von sich selbst weggebracht. Also man konnte auch dieses, wie es heißt, Spiritual Bypassing, also die eigenen Probleme ein bisschen beiseite schieben für dieses große Ziel. Und da habe ich auch das Gefühl, jahrelang so ein bisschen in die Irre gegangen, nicht in die Irre gegangen zu sein, aber Teile von mir einfach weggesteckt zu haben, und die dann eher durch psychotherapeutische Verfahren wieder sichtbarer gemacht zu haben und heute vielleicht anders noch in die Meditation oder in diesen Zusammenhang integrieren zu können. Ja, wie ist da deine Erfahrung aus deiner Vergangenheit zum Beispiel? Also ich finde Erleuchtung immer noch eine gute Idee. Und es ist für mich nicht ein Ziel, aber eine Vision. Das ist für mich ein Unterschied. Und ich fühle mich da in guter Gesellschaft mit seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, der das nämlich immer wieder betont. Ich habe ihn das selber in mehreren Zusammenhängen gehört, in irgendwelchen Veranstaltungen, die er gab. Unser höchstes Ziel ist, Nirvana zu realisieren. Und genau da liegt auch tatsächlich die Gefahr drin, daraus ein Konzept oder ein gigantisches Selbstverbesserungskonzept zu machen, zu den vielen Projekten, die wir haben, noch eins dazu. Und das ist das Gigantischste von allem. Ich glaube, so kann es nicht funktionieren. Ich sehe Erleuchtung oder den Bodhisattva-Gedanken, der für meine eigene Praxis sehr wichtig ist, als eine Vision, die mir hier eine Orientierung gibt. So wie, ich vergleiche es gerne, den alten Seefahrern nachts die Sterne und tags die Sonne eine Orientierung gab. Die wollten die Sterne nie erreichen. Und dennoch gab sie ihnen, oder die Sonne gaben sie ihnen, ihr eine Orientierung. Und so ist für mich es mit einer Vision. Ein Ziel erreiche ich oder scheitere. Dann bin ich irgendwann, liege ich auf dem Sterbebett, habe Erleuchtung nicht erreicht, wieder versagt. Das ist keine gute Idee, zu sterben. Und insofern bleibt es eine Vision ohne zeitliche Verbindung, die ich herstelle, um mich zu orientieren. Und ich weiß, also ich verehre sehr mein Wurzelguru. Gibt es eine weibliche Form für Guru? Ja, aber ich weiß sie jetzt nicht. Also Also ich ja. meine natürlich Ayakema damit. Ja. Und die mal sagte zu mir, versuche in diesem Leben den Stromeintritt zu erreichen. Der Stromeintritt, das wird vielen nicht vertraut sein, ist ein Erleben oder eine Einsichtsstufe, so könnte man es vielleicht sagen, die in der Theravada-Tradition beschrieben wird, die mit einer weitgehenden Reduktion von Hindernissen zu tun hat und uns nicht mehr zurückfallen lässt, und damit werden wahrscheinlich einige jetzt die Stirn runzeln, in niedere, also tiefere Daseinsebenen als die des Menschen, die ja als besonders wertvoll erachtet wird. So, also versuche den Stromeintritt, also eine bestimmte Stufe spiritueller Entwicklung zu erreichen. Und ich habe das damals auch akzeptiert und das trage ich bis heute in mir, aber auch als Vision, nicht als Ziel. Ich möchte nicht erreichen oder scheitern, mich auf dieser Ebene bewegen, aber ausrichten auf eine bestimmte Entwicklungsschritte. Und dazu gehört ganz wesentlich die Heilung meiner Verletzlichkeiten, weil genau da stolpere ich immer wieder. Und das sehe ich bei anderen Menschen auch, die durchaus tiefe Meditationserlebnisse haben, sich auch in bestimmten Bereichen gewiss anders verhalten als vor ein paar Jahren. Und wenn aber
bestimmte Dinge angetriggert werden, dann wird es doch sehr schwierig. Aber nicht bei allen. Es gibt auch Menschen, die sind für mich Vorbilder, die tatsächlich anders reagieren. Und nebenbei gesagt, empfiehlt seine Heiligkeit immer wieder, alle 5 Jahre mal zu schauen, ob man wirklich nicht sich noch in ähnlichen Situationen, sofern es ähnliche Situationen gibt, hat sich ja weiterentwickelt, also älter geworden und so weiter. Aber alle 5 Jahre mal zu schauen, ob da wirklich keine Entwicklung ist. Und wenn da keine Entwicklung zu sehen ist, dann empfiehlt er, das mit dem Meditationslehrer oder der Lehrerin zu besprechen. Ja. Noch eine weitere Frage. Also vielfach meditieren wir ja auch, um schöne Zustände zu erreichen und fühlen uns dann in der Meditation, haben gute Gefühle, haben Raum, erleben Raumhaftigkeit oder wir machen liebende Güte-Meditationen. Also wir erleben schöne Zustände, an denen wir dann natürlich zum einen gerne anhaften oder sie wiederhaben wollen. Und zum anderen erlebt man ja da auch dann oft manchmal Abstürze. Also wenn man jetzt kennt, dass ein liebende Güte-Tag gemacht hat und sich voller Liebe, kosmischer Liebe, sonstiger Liebe fühlt und schon fast das Gefühl hat, alle Lebewesen zu lieben. Und dann fährt man mit der S-Bahn nach Hause und irgendwas kommt einem jemand schräg und schon bist du wieder in diesem Loch. Auch wenn ich auch denke, die Löcher, man muss nicht graben und sie werden nicht unbedingt tiefer. Dennoch passiert es immer wieder. Also können wir nicht dabei bleiben, nur immer gute Zustände erleben zu wollen. Und ich denke, dass hast du ja auch schon ausgeführt, dass es nicht darum geht, aber immer wieder passiert es. Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen gute Zustände. Dazu Ich bin auch nicht. ich viel zu sehr Giertyp. Aber ich glaube, wenn ich es ein bisschen mechanisch ausdrücken würde, würde ich sagen, die guten Zustände sind dazu da, um unsere Batterien aufzuladen. Aber dann gilt es, Ärmel hochkrempeln und sich mit dem auseinanderzusetzen, was noch nicht geheilt ist. Und wenn ich, genauso wie du das beschreibst, habe ich das auch oftmals, wirklich oftmals erlebt. Und für mich war ein Riesenschritt in meiner Entwicklung die Belehrung von Tarab Tulku, nämlich, dass er sagte, immer ist es wichtig, dass du einen Teil deiner Aufmerksamkeit im Körper, und zwar in einem Bereich im Körper, ich nenne ihn gern den Wohlfühlort, also den körperlichen Wohlfühlort, also einen Bereich im Körper hältst, wo du dich gut fühlen kannst. Und das geht immer mit, sozusagen. Also es ist wie man beim Segeln lernt, eine Hand am Mast und eine Hand arbeitet. Und wenn Flaute ist, dann kann ich die Hand am Mast ziemlich locker halten. Aber wenn der Sturm aufkommt, und der kann manchmal sehr schnell aufkommen, zum Beispiel wenn mir jemand quer kommt, in der S-Bahn oder wo auch immer, die Hand am Mast ist dann entscheidend, um nicht über Bord zu gehen. Über Bord zu gehen in dem Bild heißt, dass ich dann nicht gefangen in meiner Gefühle werde oder meiner Geisteszustände werde und wieder auf die Weise reagiere, wie ich es eben nicht möchte. Also diese Praxis des Wohlfühlortes versuche ich hier den Menschen, die hierher zu kommen, als Schlüssel. Für mich ist es der goldene Schlüssel für spirituelle Praxis. Und ich trainiere es täglich. Und ich bin so dankbar für diese Belehrungen, weil sie mir persönlich tatsächlich sehr helfen. Nämlich, wenn ich merke, jetzt kommt die Wut auf, beispielsweise, oder die Angst oder dergleichen, dann, das sind alles Zustände des sechsten Bewusstseins, nennen wir Geistbewusstsein. Und dann braucht es ein anderes Stockwerk. Wenn im sechsten Stockwerk wieder mal drunter und drüber geht, dann verlasse ich das sechste Stockwerk, gehe ins fünfte Stockwerk, das wäre das Körperfühlbewusstsein, um mich dort zu beruhigen, zu stabilisieren und zu befähigen, mich den Emotionen, die ja noch nicht weg sind,
zu stellen. Das hört sich jetzt so an, als würde ich das perfekt können. Also den Eindruck möchte ich Mhm. auf keinen Fall erwecken. Das wäre wirklich völlig falsch. Aber ich bin überzeugt, dass das ein sehr guter, tauglicher Weg ist. Ist das nachvollziehbar? Ja. Denn all diese, unsere Konditionierung, die Emotionen, die aufgekommen sind, wenn aufkommen, wenn wenn etwas Verletzliches angetriggert wird, das geht ja manchmal sehr schnell. Und die Reaktion kommt dann ebenfalls auch sehr schnell, vor allen Dingen bei Menschen, die auch sehr so, ich bin halt Löwe, doppelter Löwe, also sehr schnell und habe damit schon wirklich so viel Schaden angerichtet. Und wenn ich jetzt, also im Jahr 2021, abkomme, dann deswegen, weil ich die Verbindung zum Wohlfühlort verloren habe in diesem Moment. Ich kann in aller Bescheidenheit sagen, es passiert mir seltener als vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Aber es passiert noch, ja, es ist noch eine Menge zu tun. Aber die Nähe zu sich selber herzustellen, nochmal, Nähe geht über Fühlen. Und Fühlen öffnet die Tür zur Fülle. Das hört sich jetzt so ein bisschen plakativ an vielleicht, aber am besten probiert man es aus. Halte ich für so wichtig. Und wir haben zurzeit haben wir einen Kurs hier laufen, also auch über Zoom, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wo es um die Chakren geht, die Energiezentren, die Hauptenergiezentren und die Nebenzentren in den Füßen und in den Händen, die sich wunderbar anbieten als Verankerungsort. Und ja, und ich glaube, das könnte mehr noch gelehrt werden, um uns, die wir so mit dem Kopf unterwegs sind und so konzeptionell so gut ausgestattet sind. Um uns da in eine andere Situation reinzubringen. Und das machen wir aber nicht. Und ich erzähle gerne immer wieder von Tarab Tulku, der, als er nach Dänemark kam, an der Universität gelehrt hat und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Universität gefahren ist und sich gewundert hat, dass morgens früh auf dem Weg zur Arbeit die Menschen in ihren Handys, glaube ich, ja, doch, klar, ist Anfang des 2000er gestorben, in ihren Handys geblättert haben und gelesen haben und so weiter. Und vor allen Dingen war er erstaunt, dass die das nachmittags, nach dem Arbeitstag, auch noch tun. Also sie setzen sich in die öffentlichen Verkehrsmittel und sofort geht es wieder ans Handy und zum Lesen. Und so ist es ja heute auch noch. Bin eben von Potsdam gekommen. Und habe mich umgeschaut, 90% der Menschen sind mit ihrem Handy beschäftigt in der Bahn. Und dann sagte er, dass er erstaunt war, dass die Menschen im Westen so fortbildungswillig sind, dass sie keine Minute auslassen, um sich fortzubilden. Um dann aber belehrt zu werden, die bilden sich nicht fort, sondern die wollen sich entspannen. Und dann sagte er, auf so eine Idee würde man in Tibet nicht kommen. Man kann doch sich nicht über das sechste Bewusstsein, also das konzeptionelle Bewusstsein, das angetriggert wird, immer dann, wenn Denkprozesse angetriggert werden, ist sechstes Bewusstsein im Spiel. Das ist doch nicht der Weg, um sich zu entspannen, sondern der Weg, um sich zu entspannen, geht über Nähe zu uns selber. Und dazu eignen sich die Sinnesbewusstseinsarten, ganz besonders das fünfte, also das Körperfühlbewusstsein. Das waren für mich damals so Aha-Erlebnisse. Also für mich waren zwei Lehrer ganz besonders wichtig, nämlich mein Wurzelguru Aya Khema, die hat mich überhaupt auf den Weg gebracht und der bin ich immer noch also was heißt immer noch, solange ich lebe, werde ich der zutiefst in Dank verbunden sein. Und dann war es Tarab Tulku bzw. seine Schülerin Lena Handberg, die mir nochmal einen anderen Blick geöffnet haben. Und insofern glaube ich, dass wir vielleicht unsere Meditationsmethoden bzw. bestimmte Aspekte mehr betonen könnten in der Zukunft. Und das darf ich vielleicht auch noch dazu sagen, dann würde ich wieder deine Meinung gerne dazu hören, Ursula. Dass wir vielleicht auch die spirituelle Praxis zu sehr auf die formale Meditation beschränken und zu wenig Übungen mit in den Alltag hineinnehmen.
Und wenn die Meditationspraxis nur praktisch diese halbe Stunde oder Stunde am Tag stattfindet und dann wir wieder in das Gewohnheitsbewusstsein abdriften und das Gewohnheitsbewusstsein zu 100% am Ruder ist, verpassen wir möglicherweise Chancen. Also nicht möglicherweise, ich bin mir ganz sicher, dass wir es tun. Das heißt also, es braucht Übungen, Anleitungen, die uns unterstützen im Alltag, den Alltag, ja, vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber spiritueller werden zu lassen. Also diese Kluft oftmals zwischen Kissen und Alltag, die will, glaube ich, verkleinert oder aufgelöst werden. Geht das? Ja, also das weiß ich nicht, ob das geht, aber dass es dessen bedarf, da bin ich irgendwie sicher. Ich meine, es wundert mich, dass Tarab Trukhu schon so viele Handyleute erlebt hat zu seiner Zeit, weil natürlich haben diese Smartphones alle oder auch Computer eine Suchtfunktion, ist ja inzwischen auch erforscht und ja. Ich merke das auch bei mir selbst immer wieder. Und dann kleistert man sich ja noch den letzten Freiraum im Alltag voll, wenn man kaum, dass man in der Lage ist, eine Pause zu machen. Und an sich die Möglichkeiten, was du sagst, in der S-Bahn zu sitzen oder sind ja immer wieder Momente, wo man innehalten kann, wo man zu sich selbst zurückkehren kann, statt sich abzulenken. Naja, wir landen ja immer wieder auch bei dem Punkt, umgehen mit schwierigen Gefühlen letztlich. Du sprichst von der Wut als oder sagst, du bist Doppellöwe. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich bin weder Aszendent Löwe. Diese Emotionen, die dann so schnell hochkommen und ja, wo ich das Gefühl habe, es ist. Der entscheidende Punkt ist, sie ja nicht auszuleben, sondern diese kleine Lücke, die es ja gibt. Das Ende der Reaktivität, wie auch Stephen Batchelor das nennt, da einfach nicht zu reagieren und die Lücke deutlicher wahrzunehmen. So, und das gelingt manchmal und manchmal gelingt es eben nicht. Und das erscheint mir irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, womit ich in letzter Zeit praktiziere. Und ja, für mich ist es eine ganz schöne Praxis geworden, ist, wenn ich schwierige Gefühle habe, ja, wie Wut, aber auch Schmerz, Leid, leidvolle Gefühle, die willkommen zu heißen. Also damit zu sitzen und sie erstmal zu spüren, ganz deutlich zu spüren und sie zu lassen. Und dann eben zum Beispiel ganz viel zu weinen in der Meditation und dann auch zu versuchen, nicht darüber nachzudenken, sondern einfach mal dieses Gefühl zuzulassen. Oft reden wir ja davon, wir sind gelangweilt oder wir fühlen uns einsam und eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich an, was du ja auch mit Fühlbewusstsein meinst. Oft etikettieren wir die Gefühle oder alles etikettieren wir, aber die Gefühle eben auch und da mal genau hinzuspüren und sie einfach zu lassen, sich ihnen Raum zu geben, zu lassen und dann ja, dieses ich heiße meinen Schmerz willkommen und dann oder ich umarme meinen Schmerz, wie Thich Nhat Hanh ja auch das so schön gesagt hat, die Gefühle umarmen und wie eine Mutter ihr kleines Kind in den Arm trägt und dann vielleicht auch noch diesem Gefühl zu danken, dass es da ist, dass es ja auch meine Lebendigkeit zeigt. Um das, so, da habe ich das Gefühl, damit ist es für mich ein ganz guter Weg, momentan auch was in der Meditation zu heilen. So, ja. Ja, C.G. Jung hat mal gesagt, in Bezug auf die Depression, die Depression ist eine Dame in Schwarz. Klopft sie an deine Tür, weise sie nicht ab, sondern bitte sie an deinen Tisch und horche, was sie dir zu sagen hat. Und ich habe diesen Satz erweitert letztendlich auf alle solche schwierigen Gefühle. Die Wut ist eine Dame in Rot oder ein Herr in Rot.
Und so weiter. Also das Entscheidende liegt daran, weise sie nicht ab, sondern bitte sie an deinen Tisch. Und das ist ja das, was du eben gesagt hast. Was es allerdings für mich dabei braucht, ist eine Verankerung, weil gerade die Wut ja zur Reaktivität drängt. Und was wir ja wollen, das ist die Wut als Wünschelrute zu tiefer liegenden Zuständen zu nehmen. Denn hinter der Wut steckt im Allgemeinen ja eine Verletzlichkeit, die gerade angetriggert wurde. Und die Verletzlichkeit können wir nicht erkennen, wenn wir die Wut ausagieren nach außen. Und um, wenn ich nochmal das Bild mit dem Sturm vielleicht bemühen darf, dann ist in diesem Moment braust gerade der Sturm auf und du hast schon gesagt, die Reaktivität angesprochen. Wir sind sehr schnell reaktiv. Und genau um das nicht zu passieren, dass das nicht passiert, braucht es etwas Unmittelbares, etwas, was ich immer greifbar habe. So, ich bin viele Jahre in den Bergen geklettert. Wenn wir gerutscht sind, dann hat die Hand, da war immer eine Hand, war immer am Seil. Und diese Hand am Seil, das ist der körperliche Wohlfühlort. Und das läuft so nebenbei mit. Aber wenn wir rutschen, dann wird die Hand am Seil, die wird dann fester und bewahrt uns vom Absturz. In dem Fall vor dem Ausagieren der Wut. Wie geht das kannst du da die Zwischenschritte sagen, wenn du sagst, da kommt Wut auf, also etwas ist in dir angetriggert, irgendjemand hat sich auf eine bestimmte Weise verhalten, auf die du reagierst. Es kommt Wut auf und jetzt hast du Thich Nhat Hanh zitiert, umarme deine Wut. Wie geht das? Also die Wut umarmen, ich einigermaßen kann ich umarmen in der Meditation selbst. Also in der Situation selbst ist es schwieriger. Da versuche ich auch wieder Thich Nhat Hanh folgend eigentlich mich dann im Atem zu verankern. Also ich spüre diese Emotion, spüre diese Emotion und nehme dann Zuflucht zum Atmen. So, und versuche mich damit irgendwie ja, zu verankern und dabei zu bleiben und dann eben diesen Moment zu erleben, dass ich merke, ich muss es nicht, ich muss jetzt nichts sagen, ich muss jetzt nicht zurückschlagen, sondern dabei zu bleiben. Und manchmal scheint es mir, als wäre das der einzige, die einzige Möglichkeit der Freiheit, die wir haben, nicht aus irgendwas heraus zu reagieren. Ja, so. Das ist übrigens in der Theravada-Tradition, wird ja am Anfang Dana gelehrt, Dana Sila. In der tibetischen Tradition geht es am Anfang ganz besonders um das Handling unserer Gefühle, also unserer Emotionen, also ja, vielleicht darf ich sagen, Kontrolle. Also, dass wir weiterhin natürlich die Emotionen haben, aber nicht mehr die Emotionen uns. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du gerade ja auch ansprichst. Für dich, das ist der Atem. Also etwas Fühlendes. Es ist immer die Nähe zu uns selber, die uns vor dem Absturz, wenn du das Wort gebrauchst oder ich habe es gebraucht im Zusammenhang mit den Bergen, vor dem Absturz, das heißt vor dem impulsiven, reaktiven, also vor dem gesteuerten Reagieren bewahrt. Und das mag für Menschen unterschiedlich sein. Für manche ist es der Atem, für andere nicht. Die brauchen etwas anderes. Für mich war der Atem nicht ausreichend. Ich brauchte etwas anderes und es war der körperliche Wohlfühlort. Und dann gibt es ja noch viele weitere Dinge, die alle hilfreich sind, zum Beispiel Mantren. Wir praktizieren viel mit Mantren bei uns. Die Mantra heißt Geistbeschützer übersetzt. Das Mantra beschützt uns vor dem Besetztsein von zum Beispiel Emotionen und daraus blinden Reaktionen. Und wir könnten jetzt eine ganze Fülle von weiteren Dingen aufzählen, die aber eines gemeinsam haben, nämlich sie bringen uns ein Stück weit weg vom sechsten Bewusstsein. Sie reduzieren ein Stück die Dominanz des sechsten Bewusstseins und im sechsten Bewusstsein ist ein Teil des sechsten Bewusstseins, ist Gedanke, Bild, Gefühl, die in einer Wechselbeziehung ganz schnell ablaufen. Gefühl ist damit Emotion gemeint. Ja. Ja.
Ich würde jetzt gerne noch einen anderen Aspekt ansprechen, wo mich deine Meinung sehr interessiert. Wir sind ja, erleben ja einen Zustand in der Welt, der zu Sorgen Anlass gibt. Also im Moment die Corona-Situation, aber letztlich, sagen wir mal, Klimakatastrophe, die ja auch irgendwie mehr oder minder gegenwärtig ist. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, kann man sich durch Meditation auch die Welt ein bisschen schöner machen, als sie ist. Und manchmal sind vielleicht auch Gefühle wie Wut oder Verzweiflung angemessene Reaktionen auf das, was passiert. Und können ja auch dann zum Handeln mich motivieren. Die Greta Thunberg hat ja auch gesagt, oder ich möchte, dass ihr verzweifelt seid oder wütend seid. Und es gibt ja irgendwie, habe ich mal gelesen, auch eine Untersuchung, dass Menschen, die meditieren, ja, zum einen natürlich sehr viel leichter mit Leidvollem umgehen können, als Menschen, die das nicht tun, die dann vielleicht eher davon erschlagen werden. Aber da so ein Gleichgewicht zu finden, das finde ich persönlich sehr wichtig. Nicht die Probleme in der Welt zu ignorieren, sondern sich ihnen auch zu stellen. Also Meditation nicht zu benutzen, sich selbst eine friedvolle Insel zu schaffen. Oder von der friedvollen Insel heraus dennoch den Blick nach außen wach zu behalten, was ist nötig, auch in der Welt aktiv zu tun. Ja, ohne Frage. Da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, wenn wir die Meditation nehmen, um uns irgendwie so eine behagliche Insel zu schaffen und diese Probleme auszuklammern, dann haben wir etwas Wesentliches nicht verstanden. Und wenn wir solche Basisdinge uns vergegenwärtigen, es geht darum, Dukkha zu verkleinern, wenn wir uns als Schüler des Buddha begreifen. Und ich persönlich, ich habe 4 Enkel und die werden mich irgendwann fragen, was hast du getan, als du aktiv warst noch? Was hast du denn getan, um ein Desaster, auf das wir möglicherweise zurollen, zu verhindern? Und ja, und natürlich werde ich denen dann Antworten zu geben haben. Und wenn ich Ihnen antworten würde, ich habe mich zurückgezogen aufs Kissen und mich in angenehmen Meditationen, mir angenehme Meditationen kreiert, das werden Sie nicht akzeptieren, mit Recht nicht. Und das tue ich auch nicht. Und ich denke, dass es unbedingt beides braucht. Ich wurde mal eingeladen von Andreas Götze, der ist der Pfarrer für interreligiösen Dialog. Wir hatten mal eine Veranstaltung in der Berliner Urania, da ging es darum, meditieren oder engagieren. Und das war natürlich, ist das provokativ, auch der Titel, denn natürlich muss es heißen, das ist allen klar, meditieren und engagieren. Also in der Meditation den Geist so zu stärken und das Herz so zu öffnen, dass es Mitgefühl empfinden kann. Und ich glaube, dass wir aus Mitgefühl auch Wut einsetzen können. Wenn wir die Wut mit dem Mitgefühl verbinden, dann wird unsere Wut nicht blind sein und wir werden nicht andere Menschen verletzen, aber wir werden nicht Menschen hassen, aber Verhaltensweisen hassen, von mir aus, wenn man es so ausdrücken will. Und wir brauchen halt eine Klarheit, also ein tiefer gehendes Verständnis, um auch die richtigen Methoden anzuwenden. Und insofern ist es beides, meditieren, um sich bestmöglichst zu engagieren, so könnte man es vielleicht sagen, oder nutzbringend oder am geschicktesten, heißt ja immer, es wird immer von den geschickten Mitteln gesprochen, um sich geschickt zu engagieren. Und insofern schließt sich das überhaupt nicht aus, wenn allerdings wir uns in einen Kokon hinein meditieren, als buddhistisch Praktizierende, dann sehe ich da große Gefahr. Gleichzeitig, wenn ich das aber auch noch sagen darf, kommen viele Menschen in unsere Zentren
Die wollen ganz einfach ein bisschen Ruhe. Die wollen Anleitungen, wie sie ihren unruhigen Geist bändigen können. Und die wollen Anleitungen, wie sie mit ihrem Herzen in Verbindung kommen und so weiter. Und manche wollen auch ein Sangha-Erlebnis, was ja auch, also andere Menschen erleben, die in die gleiche Richtung schauen. Und das ist ja auch alles sehr wichtig. Und gleichzeitig braucht es aber auch das andere. Und wir haben bei uns eine Umweltgruppe, das sind Menschen, die sich engagieren für Umweltbelange. Und die sind sehr engagiert, sind sehr mit dem Herzen dabei. Aber das ist bei weitem nicht unsere größte Gruppe, sondern es sind wenige. Und ich glaube, auch da braucht es ein genaueres Hinsehen und auch immer wieder Hinweisen von denjenigen, die im Buddhismus zurzeit eben Verantwortung tragen oder deren Stimme gehört werden. Es braucht das Sitzen auf dem Kissen, um den Geist zu klären, um das Herz zu öffnen, um das in den Alltag zu tragen, aber nicht nur unseren privaten Alltag in unserem Berufsleben, sondern es braucht auch darüber hinaus zu gucken, was braucht die Welt sozusagen. Ich finde es einen ganz wichtigen Aspekt, den du ansprichst. Da fällt mir ein, in meinem Verlag, also ich bringe jetzt ein Buch raus von David Loy, Ökodharma heißt es. David Loy ist ein amerikanischer Zen-Lehrer, der sehr im Umweltbereich auch tätig ist und dieses Engagement sehr befördert, auch durch ein Zentrum, was er gegründet hat in den USA. Und der einfach darauf hinweist, ist erschienen, ich weiß nicht, Anfang der 2000er Jahre oder 2010, ein ganz umfangreiches Buch mit Beiträgen buddhistischer Lehren zur Klimakatastrophe. Und also auch Dalai Lama, Thich Nhat Hanh und so weiter, viele tibetische Lehrer, Bhikkhu Bodhi, alle möglichen Leute haben da wichtige Beiträge geliefert. Dieses Buch hat sich sehr, sehr, sehr schlecht verkauft. Und er meint auch das Spendenaufkommen in den USA für buddhistische Organisationen, da wird ja sehr viel mehr gespendet als bei uns, ist für die, die Gesellschaft, in die Gesellschaft reinwirken wollen, vergleichsweise gering, während Zentren von Jack Kornfield und so weiter viel mehr gesponsert werden. Also dass im Buddhismus oder ja in der buddhistischen Community doch noch sehr der Fokus auf den Aspekt der Ruhe oder individuellen Befreiung erstmal gelegt wird. Und er das wichtig findet, dass die Kollektive dazukommt, weil sonst, wenn wir die Gesellschaft, denke ich, so aus dem Blick verlieren oder das, was, wo du sagst, was deine Enkel letztlich an dich bringen mal als Frage, dann scheint es mir manchmal, als wir bewegen uns in so einem Hamsterrad, was sich immer mehr beschleunigt als Gesellschaft und versuchen dann durch Meditation das ein bisschen langsamer zu machen für uns. Dabei beschleunigt sich es immer mehr und wir brauchen aber auch gesellschaftliche Antworten. Ja, und ich glaube, da liegt ein Schlüssel, wahrscheinlich braucht es mehrere. Ein Schlüssel liegt in einem Erleben unserer Verbundenheit, unserer universellen Verbundenheit. Und auch das wiederum, auch da ist der erste Schlüssel, der erste Schritt, die Verbundenheit zu uns selber. Und da sind wir wieder beim körperlichen Wohlfühlort. Du merkst, ich reite da drauf rum, weil das ist der goldene Schlüssel. Es braucht die Nähe zu uns selber im ersten Schritt. Da bleiben wir aber nicht stehen. Wir gehen auf zwei Beinen. Und wir brauchen im nächsten die Nähe zu anderen, also ein Erleben von Verbundenheit. Tarab Tulku hat mal gesagt, wenn wir wüssten, wie wir alle miteinander verbunden sind, würden wir uns völlig anders verhalten, jetzt in Bezug auf die Erde. Und wir wissen ja auch, dass das auch aus Studien, also als Beispiel, gab es mal einen Aufruf von der, ich glaube, Deutschen Demenzgesellschaft, da wurde um Spenden gebeten. Und das Spendenaufkommen war extrem schlecht. Und dann hat man Leute geschickt in ihrem Bezirk, in ihren Straßen. Die haben gesammelt für die Demenzkranken in unserer Straße. Und die Spendendosen waren voll. Die Leute, sie sagten, ach, die Demenzkranken in unserer Straße, da ist Frau Müller, die ich weiß, was ich immer beim Einkaufen gesehen habe und mich schon gewundert habe, dann war sie ein bisschen wunderlich und jetzt ist sie gar nicht mehr da.
Und habe gehört, sie ist in einer Demenzeinrichtung und natürlich gebe ich da was dafür. Das heißt also, wenn wir eine persönliche Verbindung spüren, dann glaube ich, sind wir auch bereit, uns in unserem Verhalten entsprechend auszurichten und auch tatsächlich etwas zu tun. Hingegen, wenn es unpersönlich bleibt, also auf einer abstrakten Ebene, dann werden wir immer wieder Frustrationen erleben. Und insofern ist dieser buddhistische Grundgedanke, nämlich darauf hinzuwirken, unsere Verbundenheit zu erspüren, erspüren, nicht erdenken, erspüren, auch erdenken, aber auch erspüren, ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, um eine nachhaltige Verhaltensveränderung herbeizuführen. Oder täusche ich mich da? Nee, das glaube ich auch, Wilfried. Das glaube ich auch. Da fällt mir ein, dass ich das Gefühl habe, da eine wichtige Kraftquelle für Verbundenheit ist die Dankbarkeit. Also wenn ich mir vergegenwärtige, ja, was ich alles habe, was mir alles zur Verfügung steht und wie bedingt mein Leben eigentlich ist, in allen Punkten. Und das empfinde ich als eine wichtige Basis, dankbar zu sein und darüber große Verbundenheit zu erleben. Ja. Ich würde jetzt noch einen Punkt ansprechen, der jetzt schon wieder ein ganz anderer ist, weil ich das Gefühl habe, dann öffnen wir mal für Fragen oder Kommentare oder eigene Erfahrungen. Und ja, der ist jetzt wirklich ein bisschen anders, der betrifft das Alter. Wilfried, du und ich, wir gehören ja schon zu den älteren Menschen, wie vielleicht andere hier aus dem Zoom auch. Und vor 2 Wochen oder so habe ich in der Zeit einen Beitrag über das Alter und die Lebenszufriedenheit gelesen. Und das fand ich irgendwie ganz ermutigend auch. Da wurde ausgeführt, dass sozusagen unser Leben in Bezug auf Lebenszufriedenheit so eine U-Kurve hat. Wir als junge Menschen eher eine gewisse Lebenszufriedenheit haben und dann die eher schlechteren Zeiten in Bezug darauf sind die Mitte 40, in Deutschland wohl Mitte 50 und dann geht es wieder hoch. Also du und ich leben gerade in Zeiten, die durch an sich hohe Lebenszufriedenheit geprägt sind. Was wohl auch unabhängig von Einkommen, von Geschlecht, von allen möglichen Dingen, Job und so weiter ist, sondern eine generelle Steigerung der Lebenszufriedenheit im Alter. Unabhängig auch, ob jemand natürlich meditiert hat oder nicht. Also vielleicht erreichen wir im Alter dieses Jahr, von dem du anfangs ja sehr viel gesprochen hast, eher. Oder auch unterstützt durch den Altersprozess. Wie erlebst du das denn? Hast du das Gefühl, zufriedener geworden zu sein, indem du auch älter wurdest? Oder würdest du sagen, das hat gar nichts miteinander zu tun für dich? Doch, ohne Frage. Also ich bin zufriedener. Ich bin aber auch in einer privilegierten Situation, nämlich ich darf weiterhin wirksam sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist unser Bedürfnis nach Wirksamkeit. Und solange wir dieses Bedürfnis noch nach Wirksamkeit zumindest ansatzweise leben können, also befriedigen können, haben wir eine Quelle offen für Zufriedenheit. Und natürlich ist es auch wieder über die Nähe zu uns selber, ich komme immer wieder darauf zurück, über die Nähe zu uns selber ist automatisch im nächsten Schritt erleben wir Nähe zu anderen, zur Natur und so weiter. Und haben da eine weitere Quelle, die offen ist. Was mir tatsächlich Sorgen immer wieder macht, das ist körperliche Beschwerden und die Vehemenz, mit der körperliche Beschwerden sich in den Vordergrund schieben können, also körperlicher Schmerz. Und ich habe gerade zu tun mit Bandscheibenvorfällen im Halswirbelsäulenbereich und damit körperlichen Beschwerden. Damit kann ich gut praktizieren. Die sind nicht übermäßig. Das tut weh.
Und der Schlaf ist nicht so besonders gut, aber es geht damit zu praktizieren. Ich weiß aber, es gibt Schmerzen, die sind so stark, dass sie uns besetzen. Und das stört, torpediert die Lebenszufriedenheit. Grundsätzlich, ja, natürlich. Ich bin, und ich will jetzt gar nicht aufzählen, womit das zu tun hat. Es ist auch vielleicht gar nicht mehr so sehr ein Weil, sondern es ist eher, ja, wenn ich vielleicht einen kleinen Sprung machen darf und dieses bekannte Buch von, ich glaube, einer australischen oder neuseeländischen Hospizarbeiterin, die dieses Buch herausgebracht hat, was Menschen am Ende ihres Lebens am meisten bereuen. Ich glaube, das ist ein Bestseller und es kennen sehr viele geworden. Und dazu gehört an erster Stelle, was Menschen am meisten bereuen, ist ein nicht stimmiges Leben geführt zu haben. Und was sie ebenfalls kam an zweiter oder dritter Stelle, war zu wenig auf die Liebe geachtet zu haben. Und darum kümmern wir uns ja wiederum, und dann damit haben wir wieder die Kurve zur spirituellen Praxis auch. Damit kümmern wir uns, darum kümmern wir uns ja in unserer spirituellen Praxis, nicht zu wenig auf die Liebe geachtet zu haben. Was ein wichtiger Punkt war, auch bei dieser Aufzählung, war in diesem Buch, zu wenig auf die Freude geachtet zu haben. Natürlich, buddhistische Praxis ist eine Praxis, die natürlich die Freude sehr klar im Blick hat. Ohne Freude verdurstet unsere spirituelle Praxis. Wenn wir diese Aspekte bedenken, dann glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt in unserer Praxis, um auch hin in Richtung einer höheren Lebenszufriedenheit zu praktizieren. Und gleichzeitig will ich aber nicht ignorieren, dass es Umstände gibt, die diese Zufriedenheit im Alter torpedieren. Und dazu gehört zum Beispiel können körperliche Probleme, zum Beispiel Schmerzen, und dazu gehören natürlich auch materielle Probleme, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden und so weiter. Und dazu gehört immer wieder, es ist immer wieder die Verbundenheit. Und ich habe als Notarzt war ich so oft in Heimen. Und so oft habe ich erlebt, dann lag eine alte Dame oder ein alter Herr da auf dem Tisch, stand das Bild von einem kleinen Kind, offensichtlich Enkelkind oder Urenkel, manchmal auch schon. Und wenn ich dann fragte, ist das ihr Enkel oder ihr Urenkel, kamen ganz schnell die Tränen. Erst ein Strahlen, ja, und dann die Tränen, weil sie aus irgendwelchen Gründen ihre Kinder, ihre Enkelkinder, Urenkel nicht sehen konnten. Und das hat zu tun, da verlieren wir uns aber, sicherlich in unseren auch in unseren familiären Strukturen und wie die Gesellschaft aufgestellt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Lebenszufriedenheit im Alter, ist eine gute Idee. Ich glaube, die Natur arbeitet uns ein Stück weit zu. Wir brauchen uns im Alter nichts mehr zu beweisen. Wir brauchen aber etwas, was uns auch ein Stück weit befriedigt, um nicht zum alten Eisen uns zu fühlen. Altes Eisen tut man im Allgemeinen auf dem Schrottplatz. Und also unseren Platz in der Welt noch zu haben, also auch im Alter ein stimmiges Leben zu leben und auf die Freude zu achten. Die Quellen der Freude werden sich vermutlich verändern, aber die Freude ist sehr wichtig, dass sie ihren Platz hat, um die Zufriedenheit zu stabilisieren. Ja, das glaube ich auch. Also stimme dir vollkommen zu in dem, was du sagst. Aber auch dieser Aspekt, wir müssen uns nichts mehr beweisen oder was ich bei mir erlebe, nicht mehr so getrieben sein wie früher. Was damit ja immer gefüttert wurde. Und also, dass diese Prozesse, die vielleicht mit Meditation zu tun hat, aber vielleicht auch einfach mit einem gewissen Alter und wie das vielleicht auf eine natürliche Weise unterstützen, immer mehr Ja sagen zu können und nicht mehr Ja, aber ich muss doch noch, sondern einfach dieses Ja. Ich würde sagen jetzt, dass wir langsam zum Ende kommen. Und die Frage, liegt es an mir oder bringt es die Meditation einfach nicht, vielleicht, wenn sie beim nächsten Mal auftaucht, einfach aus dem Kopf mal sacken zu lassen und zu gucken, was ist denn für ein Gefühl gerade da?
Ja, weil es ist ja ein leidvolles Gefühl, wenn wir uns diese Frage stellen oder irgendwas verlangt dann unsere Aufmerksamkeit. Und das ist nicht unbedingt die Frage, aber dieses Gefühl vielleicht. Und dadurch können wir die Frage auch anders lösen. Ja, vielen Dank, Wilfried, Danke euch. für Danke. heute Abend. Danke, Janina. In die Akademie gekommen bist, virtuell. Vielen Dank an alle, die heute Abend hier waren, zugehört haben. Ich hoffe, das war inspirierend und ja, wirkt vielleicht etwas nach. Vielen Dank.